Ja, ich bin Zeitseher. Weil ich hier gerne lebe, ich unterstütze die Kultur, ich unterstütze gerne die Kunst. In meinem Ermessen siegt mir am Herzen, siegt mir wirklich sehr am Herzen. Ja, ich bin Zeitz, auf jeden Fall. Ich bin Marianne Mächtig, 37 Jahre bin ich alt. Oder jung. drei Kinder habe ich, bin verheiratet. Die Kunst ist schon immer mein Steckenpferd. Hab da in ungefähr, ich glaube, die dritte Klasse war es, da hatte in der Klasse jemand was mitgebracht aus Ton. Und das hat mir gefallen, ja. Und meine Eltern haben schon ein bisschen gemerkt, da ist was da. Und haben mich da eben in den damals Zeichenzirkel gesteckt. Wollte auch immer in die Richtung gehen. Aber es ist unheimlich schwer, mit in der 11., fängt ja so an, in der 11. Klasse, 12. Klasse, fängst du an, dich zu bewerben an diversen Kunsthochschulen. Und mit einer Mappe, aber das war einfach auch nicht so gut, dass ich da richtig reingekommen bin, also, oder dass ich das bestanden hatte. Ich bin dann doch in die Pädagogikrichtung gegangen. Das ist schon was, erstmal was Greifbares, ja, was Sicheres. Ich habe in Erfurt, ich war sehr gerne in Erfurt, es ist eine tolle Stadt. Ich habe dort richtig in der Kunstgeschichte so reingeschnuppert, reingeschnuppert war es nicht mehr. Ich habe da mehr gemacht, als ich machen sollte. Ich habe viel mitgenommen dort. Das Schöne da war, ich konnte dort, diese Abteilung war nicht an der Uni. Das war, da, es hieß oder heißt immer noch am Hügel. Und das ist auch Zentrum, ein Zentrum gewesen, an einem ganz schönen, wie eine kleine Insel ist das fast schon. Und ich liebte es, dort zu sein. Da gab es so die ganzen Geschichtsvorlesungen. Das habe ich aufgesogen. Und ich wollte eigentlich auch nur ein bisschen mehr davon. Ich habe in Leipzig dann als Grundschullehrer gearbeitet. 5 Jahre. Die Kunst war immer da. Die größere Stadt ist schön, aber ich mag diesen Charme von einer kleinen Stadt. Weil das einfach auch ein Runterkommen ist, ein Runterfahren. Es ist immer ein Zurückkommen, fast schon, sagen wir mal, fast zu seinen Wurzeln eben. Ne? Gut, man hat, wenn man dann in dem Punkt ist, wenn man dann Kinder hat. Mit dem Zeitpunkt hat sich ganz viel auch bei mir entwickelt. In andere Richtungen entwickelt. Ich habe meinen Lehrerjob halt an den Nagel gehängt. Und dann hat sich das hier ergeben. Dann hat meine ehemalige Lehrerin, die Regina Riemschneider, bei der ich im Kurs war, hat gefragt, könntest du dir das vorstellen, das weiterzumachen? Und das verbindet hier so viele Erinnerungen, so viele, also ich bin so gern hingegangen, ich wollte das auch gern weitergeben. Und ich habe deswegen auch gesagt, ich fange halt dieses Theaterding an mit oder mach das mit intensiv. Na, meine Mittlere fing an mit dem Theater. Ja, die ist noch mal so ein bisschen verrückter. Die liebte das immer schon zu gucken und hat dann irgendwann gesagt, Mama, ich möchte das auch. Und fing an. Und dann habe ich eben mit Rotraut und mit Tom Kontakt intensiver gehabt und sie bekamen mit, was ich mache. Und da kam eins zum anderen. Und dann machen wir jetzt seitdem immer die Bühnenbilder zusammen. Mit dem Jürgen Strasser, der sie baut. Ja. Das ist für mich eine unglaubliche, befreiende Arbeit. Das zu planen, die Bühnenbilder. Jetzt sind wir ja bei der Planung der nächsten beiden großen Stücke von der Jugendgruppe. Die machen ein Elvis Presley-Stück. Ich will nichts verraten, groß. Aber das ist auch eine schöne Sache, da freue ich mich drauf. Die Abteilung Bildende Kunst, die sie damals hieß, die ist ja umgezogen, weil sie sich auch selber nicht halten konnten. Da hat die Volkshochschule gesagt, seitdem die hier ist, wir unterstützen das mit, wir nehmen sie rein, dass sie überleben konnte, die Abteilung. Es gibt im Burgenlandkreis keine solche Abteilung, bei Weißenfels in Naumburg nicht. Also es ist schon was Tolles hier und der Kurs hat es aber auch schwer. Muss ich sagen, jedes Jahr kämpfen wir ein bisschen, dass wir Teilnehmer haben.
Wir haben eben hier einen großen Keramikkeller, wo auch Erwachsene viel töpfern in der Freizeit. Wir haben 2 Brennöfen inzwischen. Also, was ja an Tonarbeiten alles entsteht, ist schon. Also, Kinder, die können immer schön was zu Weihnachten zum Beispiel verschenken. Ja. Und der malerisch. Da gibt es fast nichts, was wir jetzt nicht ausprobieren. Ich bringe den Kindern immer gerne bei, Techniken zu mischen. Nicht nur eben nur mit Farbe zu malen, sondern halt auch einen Stift mit dazu zu nehmen. Und die bringen schon viel mit. Die sehen dann halt was, ich habe das gesehen, ich würde es gerne ausprobieren. Oder die bringen eine Idee, ach, heute würde es mir mal, ich würde mal ein Porträt ausprobieren. Aber nicht so, wie es hier immer in den Büchern ist, sondern eben anders. Und da setzen wir uns auch erstmal ans Handy und gucken auch mal. Wir haben zwar hier viel Bücher und viel Kalender und viel zum Blättern, aber irgendwann ist das langweilig. Da müssen wir mal weiter gucken. Aber ich tue in dem Sinne für Zeit was, indem ich halt auch Kultur unterstütze und die Kunst so weit unterstütze, dass sie eben da sind, dass es hier Möglichkeiten gibt, die halt leider zu wenig gesehen werden. Und das wünsche ich mir in der Zeit, dass ich da wirklich ein Pol sein kann, der mit unterstützt, dass es gesehen wird, was hier eigentlich passiert. Wo sich schon junge Leute beteiligen, eben am Theater und an Kunst. Das liegt mir schon am Herzen. Und das ist auch ein Grund, warum ich einfach hier bin. Warum ich hier gerne geblieben bin, will ich mal so sagen. Die Meilenläufer, die mich da eingenommen haben mit ihrem Projekt des CD-Covers. Das soll was von Zeitz sein, was auf ihre Platte kommt. Es soll jemand, der in Zeitz engagiert ist oder die für Zeitz steht, machen. Und ich habe das total gern gemacht, weil ich das bin. Ja. Ich wohne im Franziskanerkloster. Da wirklich bloß mal da hochzugehen und weil ich die Kinder zum Beispiel zeitig wegbringe, zur Schule bringe, jetzt um die Jahreszeit, wenn die Sonne jetzt aufgeht und das noch so dieser Rauch über der Stadt hängt, oder dann kann man so schön drüber gucken, da verweile ich kurz. Das nehme ich mir die Zeit kurz, bevor es weitergeht. Durch das September-Luftfestival habe ich hier auf Kloster Posa gearbeitet. Da war ich im Sommer dort oben. Bin dort auch sowieso im Sommer gern. Denn da braucht man sich ja einfach aus der Decke nehmen und auf die Wiese dort legen. Da weiß man, glaube ich, da brauche ich nicht viel zu erzählen dazu. Das hat. Das ist eine andere Welt. Man kann da unheimlich entspannen. Ja, und meine Terrasse liebe ich sehr. Weil meine Terrasse. Ich gucke auf Franziskanerkloster und da scheint die Sonne den ganzen Tag drauf. Das ist ja das, was ich ja sowieso liebe, das Alte. Ich mag das. Es hat für mich einen absoluten Charme. Ich habe meine Abschlussarbeit im Studium, eine Kunstgeschichte, geschrieben. Und die hieß Die Schönheit des Zerfalls. Hört sich makaber an, aber es erzählt eben was. Aber ich mag. Zum Beispiel auch den St. Peter und Paul Dom gern. Und das ist für mich, das hat, ich will jetzt nicht sagen wie Zauber, aber das ist immer unglaublich für mich, dass die überhaupt gebaut wurden. Wie das heute noch so da ist, das präsent ist. Und das ist mega, das hat einen absoluten Ausdruck. Dass man sich nicht nur einigelt, sondern eben auch mal nach draußen guckt. In meiner Brust schlagen eigentlich 2 Herzen. Also ich bin absolut, seitdem ich in Leipzig gearbeitet habe, ich mag die Stadt sehr. Ich tauche dort gerne ein, auch genauso dort in kleine Gassen. Und ich nehme dort viel mit hierher, mal die Augen offen halten. Das würde ich mir schon mehr wünschen, ja.